Freunde, es ist unglaublich. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe eben angeblich mit euch die Mutanteninsel leer gemacht. Aber auch nur angeblich. Denn ich hatte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ist das interessant? Sehr interessant, wa? Da mache ich den ersten Spot und dann bin ich ja ganz alleine. Ja, was kann ich euch sagen? Mutanteninsel. Hier ist sie. Wir haben das zu 100% gelootet. Es war sehr eigenartig. Ich kann es ja euch nur jetzt erzählen. Die Mutanten sind alle nach und nach ins Wasser gesprungen, ja. Ich brauchte also ja nicht ruf auf die Insel. Ich konnte die gleich so wegmachen. Ja, die sind immer einer nach dem anderen ins Wasser gekommen und von da aus konnte ich sie dann wegfliegen. Gut. Ja, ist natürlich absolut Kakashit. Dass wir das nicht zusammen gemacht haben. Ganz böse, ganz böse. So. Das ist der Bums, den wir rausgeholt haben. Verkaufen tue ich erstmal alles, was Deko ist. Und das. Ja, viel mehr habe ich ja auch ja nicht. Waffen müssen wir natürlich hier lassen. Gut. Halt, warte mal. Neon lassen wir hier. Okay. Ach, ist der da, ehrlich, Kenner. Ja, hallo. Okay, ich biete dir an, eine Vase, Ende Allende. Mehr habe ich nicht hier. Würdest du mir dafür so ein... Warte mal, nehmen wir das Radioaktive? Würde ich kriegen. Ich nehme mal eins, nur zum Testen. Und dann natürlich die Flüssigkeit, weil ich weiß, wir werden Sprit brauchen. Von den Blaupausen... Sehe ich jetzt noch nicht aufregend. Ich kriege ja noch so ein radioaktives Teil. Aha. Aha. Okay, ich habe sie alle gekriegt. Zahnräder. Also, ich, das Zeug hier unten scheint jetzt mehr Wert zu haben, ja? Denn du kannst einkaufen hier wie ein Major. Okay. Ballistische Faser. Sollte ich die mitnehmen? Auch die kann ich kaufen. Das gibt mir jetzt zu denken hier. Boah. Jetzt ist gleich Schluss. Okay, das war eben zu viel. Gut. Ich sag viel. Also, Kinder. Das hat sich ja nur mehr als gelohnt, ja? Da haben sie die Händler aber neu eingestellt. Das Ding, das lenkt so gut wie eine, ja? Das nehmen wir raus, das nehmen wir raus, das sagen wir mal. Es ist kalt, wer hätte das gedacht? Hier machen wir ein bisschen Holz nach drin. So. Bauen.
Verteidigung. Nee, hier ist ja, warte mal, hier machen wir nicht weiter. Das wäre Quatsch. Hier könnte man es tun. Ja, dann sehe ich ja schon nicht mehr. Klappe zu. Oh, ja, Metall, das ist immer so eine Sache, Metall. Holz, haben wir auch nie so viele. Ja, die Truhe ist auch zu, wunderbar. Ja, wir brauchen eine Truhe. Da ist eine Truhe, wir brauchen Kisten, wa? Wir brauchen mehr Kisten. Packen wir rüber, Zahnräder, wandelt unsere ersten Zahnräder jetzt? Aber ich sag mal andersrum, wenn du die kaufen kannst, das ist ja auch kein Problem, wa? Warte mal, was auf den Grill packen. Wir essen was und packen wieder was drauf. Wie sieht's mit Holz aus? Geht noch. So. Ach, hat man nicht hier irgendwo Leder noch? Ja. 20, gut gesteckt. Hier haben wir nichts. Ja, dann muss der Rest rüber. Zack, Kiste zu. Ja, aber ich wollte hier jetzt noch nicht bauen, ja? Weil wir das ja alle noch ändern müssen. Aber ich komme ja nicht drum rum. Ich brauch's ja. Oh, 20. Na, da bin ich ja gespannt, was darin passt. Nee, was war eben? Was war mit 20? Da habe ich mich doch verkickt. 40 von 40. 40 Eisen für ein Fass? Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Oh. 25 Plätze? Ja, das haben sie geändert. Kinder, das haben sie geändert. Aber ganz gewaltig. Warte mal, dann packe ich jetzt hier rüber. Hohohoho. Mann, Mann, Mann. Es ist 4:19 Uhr. Ich glaube nicht wirklich dran, dass hier noch einer kommt heute. Irgendwo hat die Kohle. Da habe ich Kohle. Ja, 40 Metall für ein Fass, das ist schon eine Ansage. Das gefällt mir schon ganz gut. So, das hier unten müssen wir dicht machen. Und hier würde ich dann gerne rübergehen auf den zweiten Felsen. Das machen wir als Eingangsbereich mit Tür. Zup, zup, zup. Hier könnte man vielleicht noch was drüber decken. Ja. Genau. Ach, das stelle ich mir ganz geschmeidig vor. Und dann können wir das nämlich hier erweitern. Dann machen wir die Wände hier raus. Und dann haben wir schon unsere Grundbase. Das ist gut. Das ist gut. So, okay, wir sagen, hier kommt heute keiner. Waren die gebraten? Ja, die waren hier braten, wunderbar. Nein, ich will nicht auf die Truhe, ich will zumachen. Okay.
Ab ihr da. Pfeile haben wir am Start. Was sagt unser Missionshandbuch? Baue, baue, baue. Ich weiß nicht, was wir hier bauen sollen. Ach so, entdecke die Maschinenfabrik. Okay, das können wir noch machen. Dann soll ich noch irgendwas bauen. Stelle her. Keine Ahnung, was wir herstellen sollen. So, pass auf jetzt. Wir tasten uns an die Waffenfabrik ran, an die Radarinsel ran. Über Sinn oder Unsinn wollen wir jetzt nicht reden. Das sieht ja friedlich aus hier eigentlich, wa? Ja, das ist hier noch mit Frieden. So viel Frieden ist jetzt ja nicht mehr. Ich hab Knast wie Sau. Aber ich weiß, dass hier oben ein Spanferkel liegt. Was auf mich wartet. Vielleicht inspiriert mich das ein bisschen. Da wartet der Drecksack, bis sein Kumpel soweit ist. Oh, hast du das gesehen? Junge, 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 Junge. Okay, war die falsche Waffe? Verband anlegen. Jut, 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 jut. Ja. Die gute Nachricht, die haben nicht geschossen. Die schlechte Nachricht, die konnte mir nichts zunutze machen. Also aus der Nähe ist das hier nicht. Ich wollte sagen, es bringt nichts, wenn einer auf dich zu hier rankommt, zu schießen.
Verbleibende Feinde 9. Aha. Aha. Verbleibende Feinde 8. Das zeigt er jetzt also so an. Ich würde aber gerne hier ins Wasser gehen wollen. Ich möchte wissen, was der im Sack hat. Komponente. Wo ist denn der andere Sack? Fahren, fahren, fahren. Fahren, fahren, okay. Sind noch 6. Ich bin gierig, ich will das haben. Hat der ja keinen Sack? Ach, dann kannst du die nicht mal alle looten. Mhm. Es sind nicht alle lootbar. Oder liegt's am Bogen? Nö. Ne? Ja, wir bleiben dabei, ja? Easy peasy, Freunde. Ich will hier nichts überstürzen. Also noch möchte ich behaupten, habe ich sie hier am liebsten im Wasser. Wir fahren weiter.
Hab schon ihn gesehen. Und gehittet. Donnerwetter. Waren noch 5, glaube ich, war oder 4. Könnte natürlich am liebsten irgendwas, wo ich mich oben rufstellen kann, wa? Aber das dachte ich vorhin auch bei dem Typen. Und dann war der plötzlich auch auf dem Berg. Na, ich versuch's nochmal. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Die sind Bäder da unten. Also was da ist Bäder? Da sind 2 unten. Da ist der dritte. Und sind alle sehr aufgeregt. Warum nur? Warum nur? Ich muss die einzeln rauspulen. Ja, ich nehme an, ihr habt dasselbe gehört, Wege. Das ist ja wohl ein Witz. Ja, das wird so nicht, Jungs. Nee, das wird so nicht. Das bedarf dann doch noch etwas Vorbereitung. Wir könnten jetzt ein bisschen rumluden am Anfang, bringt uns aber auch nicht weiter. Ah, Kinder, nee, also die Inseln sind noch nicht. Da müssen wir erst noch ein bisschen tauchen. Sonst kommen wir da nicht ran. Wir müssen tauchen, wir müssen uns zumindestens, na, ich sag mal, das wenigste, eine Armbrust besorgen, ja? Also so weit müssen wir das auf jeden Fall bringen. Und dann können wir uns irgendwann um die Inseln kümmern. Da spreche ich jetzt natürlich nur für mich. Ja, das kann bei euch ganz anders aussehen. Je nachdem, wie gut ihr da drauf seid. So, wir haben Tag 10. Ich könnte jetzt fast gesagt, wir haben schön was erlebt und schön erreicht, aber leider ist ja die Mutanteninsel flöten gegangen. Die habt ihr ja nun leider nicht mitgekriegt. Weil Nupsi wieder nicht aufgepasst hat. Aber gut. Auch damit werden wir leben. So, jetzt sehen wir, dass unsere Rüstung kaputt ist. Und das bedeutet für uns, wir müssen jetzt auch das Ding herstellen hier. Jetzt wisst ihr, was ich meine, war das Ding herstellen. So, Forschungstisch hatten wir. Warte mal. Den brauche ich hier. C.
10-mal Eisen. Wir haben kein Eisen mitgebracht. Nö, natürlich nicht. Aber gut, wir haben noch ein bisschen. Das reicht denn zum Erlernen. Und jetzt herstellen. Da brauchen wir 20 und 2 Komponente. Und wir sehen, haben wir nicht. Kacke. Okay. Wir lassen das jetzt mal erstmal alle hier, was wir nicht brauchen. Da kommen sie. Ach, ich habe noch keine Pfeile gemacht. Okay. Halt, halt, halt. Pfeile. Ja, kein Mensch braucht so viel Pfeile außer wir, weil wir so glatt sind. So, die werden sich natürlich hier drum kümmern, schätze ich. Falls jemand fragen sollte, die Herrschaften kommen schon mit Armbrust, wa? Könnt ihr euch mal bitte fangen hier, ihr Klopse? Verstehe ich nicht. Ach so, den sein scheiß Schild wahrscheinlich. Ja, ich kann die kaum sehen, ja. So eine Anzeige, wie viele Angreifer gerade, da sind wir auch nicht schlecht. Ja, ich kann denn nur vermuten, dass da jener ist, ja. Wissen tue ich hier nicht. Der war wirklich nur auf blauen Dunst geschossen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinschieße. Absolut erschreckend, da kommt noch einer. Sagen, da sind mindestens noch zwei, ja? Alter Scheiße. Okay, Freunde. Tag 11 ist angebrochen. Wir rechnen dem mal mit Tag 10 ab. Und dann würde ich sagen, dabei belassen wir's. Tschüss, sagt euer Onkel Nupsi.